Wir können es auch wieder ab. Ich glaube, man kann es wieder Also, aufheben. Ja, kann man wieder Lauschi aufheben. Ort könnt ihr euch so 7 Minuten Zeit Nee, die lassen. Brücke, die ist nett. Die gefällt mir. Also, wenn du die umsetzen musst oder umbauen möchtest, dann sag Bescheid, dann machen wir das. Das ist gar kein Ding. Wir können Ja. das ja dann währenddessen. Das war mein Material. Ich habe nichts mehr. Mein Polymer, was ich mit Schweiß gefarmt habe. Bei Power in the Base. Ja, aber ich habe geschwitzt, als mir gezeigt hat, wie das geht. Geschwitzt habe ich da. Es hat ein paar Gehirnzellen Geschwitzt hat er. gekostet, Hä? die nicht vorhanden sind. Wollte Boah. sagen. Das erinnert mich an die, hießen die Goonies? Dex, du kennst es doch, ne? Hä? Voll witzig, was du da sagst. Oh Gott. Oh mein Gott, gibt es keine langen Die Goonies, ja, Pillars? Big Mama, Es ich liebe gab diesen doch die großen Film. Pillars. Gibt es die auch noch hier? Haben wir, glaube ich, sogar auf DVD hier. War das eine Mod mit den langen Pillars, Das war eine Mod. Davon hast du geträumt, Dex, von den langen Pillars. Magst du keine langen Pillars? Wenn man damit umgehen kann. Ja, guck mal, ich kann nicht damit umgehen. Guck mal, wie die hingeht. Oh mein Gott, warum geht nicht Aber der schief? knickt ab. Aua. Scheiße, ist voll schief. Oh Oh mein Gott, bin nein. Oh schief. Gott. Oh mein Gott. Das war ja klar, dass das nicht funktioniert. Na toll, was mache ich denn jetzt Mach dir hier? Gedanken. Wie mache ich das denn, Leute? Ich kann das nicht. Das passt, ist nicht auf einer Ebene. Das ist doch klar, dass das auf einem Hebel ist, aber Ach die so, ist ja ich habe sechseckig, keine Ahnung. 10.000-eckig, keine Ahnung, was für ein eckig das Ding hier Ich ist. kann nicht bauen. Da fragst du dich. Ich bin da raus. Du musst das einfach so bauen, dass das passt. Ah! Der Dodo, ey, Du kannst das nicht, endlich! du kannst das nicht mit Pillars bauen, weil Pillars sind viereckig und das musst du etwas anders machen. Das geht, aber das musst du etwas Hilf anders ihm machen. doch mal, Mensch. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten sinnvollsten mache. Geht nur mit Mods? Ich Okay. hab Bei meiner keinen Kampagne, schreib mal, Trick. was für eine Mod du da empfehlen würdest. Ich würde das gerne machen. Eine Mod würden wir sofort installieren, wenn es eine gute ist zum Baurieren. Gesicht gesehen, wie der Petri ihn einfach alleine lässt. Der ist einfach weiter weggeflogen. Erstmal hat er mich abgeworfen, das Der Scheißvieh, hat dann ist er keinen Bock weitergeflogen. mehr. Mach deinen Scheiß alleine. Ah, jetzt hat er sich da hinten in die Ecke verzogen. Blöder Ja, Schweinepriester. mit genau, wohl Meinst du, dann wir mit Sam brauchen aus Herr der Ringe. Betäubungspfeile, Dingens, Narkosemittel? Ich habe 200 Narkosemittel mit. Okay, sehr gut. Das Ich habe ich hab. erst später gerafft, als ich den Film nochmal gesehen habe. Was denn? Wie heißt der? Jean Astin, der den Sam gespielt hat in Goonies. Ja. Voll süß. Auch als Kind. Baby Sam. Ja. Ich fand die Rolle von ihm aber auch super in Stranger Things. Die war super. Things habe ich leider auch nicht Rainbow. gesehen. Aha, da kommt die Was? Familie. Oh, Kim. Ich Ja, entschuldige. Was hast du? Ich glaube, das Ja, wäre hast du voll nicht deine gesehen. Serie. Habe ich nicht gesehen. Auch nicht. Das wäre was für Was? Kim. Bitte heißt das, ja? Warum? Weil ich hatte mir gedacht, dass du dann was sagen kannst. Und dann habe ich dann gesagt, nee, ich guck's dann nicht. Damit Tiger ein was sagen kann und nicht wie bitte. Genau. Ach, Kim, übrigens, ne? Frag mal Dex, wie er Pacific Rim findet. Hab ich noch gar nicht geguckt, oder? Doch, habe ich geguckt. Doch, ich habe ihm den empfohlen. Na, Dex, findest du ihn nicht gut? Nein, finde ich nicht gut. Also ist so ein, was habe ich gesagt? Er ist ein guter Film, aber Er ist okay, hast du es ist ein guter gesagt. Film, aber ich würde ihn nicht auf DVD kaufen und ich würde, das ist ein Popcorn-Kinofilm. Und du Das, weißt nicht, was an dem so besonders sein soll, genau, dass ich den als Lieblingsfilm habe. Genau, das habe ich gesagt. Ist auch einer Exakte. meiner Lieblingsfilme. Ich finde ihn Ja, einfach meiner gut. auch. Ich Ich weiß nicht, auch. was an dem Film so gut war. Also, bei mir ist es die Musik und tatsächlich die Darstellung von den Robotern. Ist einfach Die auch haben die Gewicht, die Viecher. haben Kraft dahinter, die haben Gewicht dahinter, die sind gut. Aber weißt du, was Und mich. tatsächlich ist die Story auch gar nicht so übel. Die Story ist okay. Ich mag die Idee, dass man so doppelt in dem Ding drin steht und ist auch gut gemacht. Aber was mich so ein bisschen. Ich bin immer so derjenige, der sich darüber stört, wenn dann. Du willst die Welt retten
und zerstörst alles um dich herum. Es ist, sterben ja keine Menschen. Es geht einfach nur alles kaputt. Häuser, Autobahnen, Häuser, Wolkenkratzer, ja, alles geht zerstört. Wir wollen ja die Welt retten und zerstören die selber die ganze Zeit. Das ist ja das Interessante daran, wenn du darauf achtest, wird so wenig kaputt gemacht wie möglich. Es gibt eine Szene, wo diese wo halt einer der Roboter durch eine Stadt läuft und er hebt extra das Bein an, weiter an, um eine Brücke nicht kaputt zu machen. Ja, den Rest macht er dafür kaputt, oder wie? Ja, aber da kann ja, das ist ja nun mal, weil die, die Kaiju die Stadt angreifen. Ich möchte den Film nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, mir hat er nicht gefallen, weil er ein, also nicht gefallen. Er hat mir gefallen, aber es ist kein Film, wo ich sagen würde, das könnte mein Lieblingsfilm sein, weil es einfach nur ein Actionfilm war, der okay war. Ja, ich meine, Tiefe ist da jetzt nicht drin. Für dafür, was es ist, ist es eine hervorragende Story. Ich fand aber auch hier den, wie heißt der, Idris Elba total super in der Rolle. Also der spielt das einfach super. Idris Elba. Welcher ist das? Der Schwarze. Ah, der Commander. Der Commander da, ja, genau. Der spielt das einfach super. Ich mag das so Idris Elba. Die Schauspieler waren alle gut. Das ist eine gute Story. Ganz im Ernst, du hättest diesen Film Roboter vs. Monster nennen können. Keine Story oder irgendeine Trash-Story. Ja, genau. Und es wäre trotzdem... Aber du hast... enorm coole Sets. Es ist hell. Nicht immer nur so nicht immer dunkel. Kann teilweise hell sein. Du hast eine vernünftige... Du hast wirklich hervorragende CGI. Die Monster haben Gewicht dahinter. Das ist anders als bei Transformers, wo du manchmal das Gefühl hast, okay, wiegen die was oder sind die aus Aluminium? Ja. Ich finde, wie gesagt, das ist ein guter Roboterfilm, aber einfach nur so ein Actionfilm. Popcorn-Kino für mich. Fällt mir nicht. Also es geht nur darum, dass ich den nicht als meinen Lieblingsfilm zählen könnte, weil es einfach zu wenig Hintergrund und viel zu wenig Tiefgang ist. Ich fand es nur lustig, weil ich wusste, dass Kim den auch halt mag. Zum Beispiel, wenn wir über Roboter reden, einen guten Film, wo ich dann sagen würde, das ist ein richtig guter Film, ist District 8, 9, 10? Der ist super. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Wie heißt der? District 9, glaube ich, ne? District 9 ist ein guter Film. Der hat richtig Tiefgang. Und wenn man mal überlegt, da ging es einfach nur über Rassismus, ne? Ja, genau. Rassismus. Ist halt zwar zwischen Aliens und Menschen. Richtig. Aber voll gut. Über Rassismus. Aber der war echt, also der ging nach, finde ich auch. Ich fand den auch richtig gut gemacht. Ja. Guck mal, soll ich noch irgendwas mitnehmen oder seid ihr schon unterwegs? Ich flieg jetzt erst los. Okay, brauche ich irgendwas, was ich mitnehmen sollte? Ich habe 10 Pfeile bei, ich habe 10 Pfeile bei. Ich würde mal kurz bei Paul, wenn ich kurz Nummer 9 lebt, ja. Mein Crossbow mal reparieren. Ja, mach das. Nummer 9 lebt ist. Wenn noch genug Metall da ist. Ja. Das ist ein Film mit richtig viel Tiefgang. Ja, mit Herz. Ja, auch nicht nur Herz, sondern auch. Da ist einfach eine super geile Story. Du musst nicht pullen, du musst nur reinlegen. Ach, weißt du schon, okay. Wenn wir aktueller gehen, wer von euch hat denn den Film Atlas schon gesehen? Diesen ganz neuen. Der ist hier mit Jennifer Lopez. Nee. Guck mal, ich komme zu dir. Ja, ne? Nee, ich glaube ja. Ich fand den gut. Boah, nee, der war. Also der hatte so auf deine Base zu. Viele Punkte, wo du sagen musstest, boah, ey. Oh nee. Also es war teilweise so ein bisschen, ich hatte auch so ein, zwei Punkte, wo ich mir überlegt habe, das war jetzt eine dumme Aktion. Gut gedacht, aber ja, genau, mittelmäßig. Also, aber ich fand tatsächlich, also einen der Charaktere, ich kann es mir wahrscheinlich denken, welchen fand ich halt echt gut. Du meinst den Roboter? Yes. Ich werde mich mal mit Akuma und Pau in einen anderen Channel verziehen, damit wir dann zählen. Bis später. Alles klar. So, war gerade ein toll interessantes Thema, aber jetzt geht das dann komplett an dem Zähm-Objekt vorbei. Ich habe nicht viel dabei. Ich habe 37 Zähm-Pfeile, 25. Ich könnte noch ein paar Zähm-Pfeile craften gerade, aber sonst. Ich habe 110 dabei. Ich habe 160 und 6 Darts. Haben wir denn. Brauchen wir den für den Sattel? Nein. Nicht. Okay. Ich vergesse es immer. Diese Brücke sieht ja lustig aus des Todes. Also das, was sie für einen Schwenker macht. Die wackelt leider nicht, dass es ein bisschen doof ist. Sechs, hast du eine Armbrust oder einen Bogen? Ich habe eine Armbrust. Okay. Ich sollte dir noch eine geben. Was fliegt denn da hinten runter bei Dodo?
Keine Ahnung, wir sehen nur Nebel. Achso, der reißt immer andauernd ab, der versucht gerade zu bauen. Aber wieso hebt das nicht auf? Ich weiß nicht, was er tut. Okay. Ich hab keine Ahnung, ich mach das mit der Pistole. Du das hörst, heb auf und reiß nicht ab. Ja, ich mach das mit der Gun oder so, ne? Kannst du auch aufheben mit. Ja, also, wollen wir es jetzt aufteilen oder nicht? Aufteilen? Ja. Ich weiß nicht mehr, wohin. Erstmal fliegen wir dahin, wo wir hin müssen. Berge, Dex. Wir wissen nicht genau, wo sie sind, aber da das Mountain Riffles sind, denke ich mal Berge. Ist das die Mod? Kommt das von der Mod, fliegenden ja? Insel, bei der fliegenden Insel habe ich schon einen gesehen. Na, denn an Punkt fliegende Insel und wenn wir mal dahin fliegen, in die Richtung mal hier gucken. Ja, richtig, über Richtung. Es ist immer gerade so dunkel, ey. Im Dunkeln hier rumzufliegen ist so scheiße. Ich denke mal, euch wird das hier aber zu kalt sein. Also ich habe schon eine Fellrüstung mehr gemacht. Da hat mein Eisblock, ich hab mein Leben. Oi. Ich will nicht im Dunkeln, ich will die Karte sehen, ey. seid ihr schon weg? Ich bin einfach gerade durch Richtung Schneegebiet. Ja, okay. hier lang Dex. Sorry Leute, ich bin so frech, es geht mir gerade auf den Senkel. Einfach Cheater hier, alles voller Cheater. Ich cheate aber nur Gutes. Ja. Mhm. Uns ein Augenkrebs cheaten, gute Idee. Ja, weißt du, wir gehen auf Tour, auf Map-Tour. Im Dunkeln. Ja. Wir gehen Tiere suchen im Dunkeln. Wir gehen in den Sumpf im Dunkeln. Und wir fliegen los im Dunkeln. Ach nee, ey. Immer nur im Dunkeln. Wenn wir dann Richtung Vulkan sind, vielleicht finden wir da auch was anderes Schönes an Schattengriffen. Ja, das hoffe ich ja. Wollen wir da zuerst? Ja, ich mache jetzt hier so. Aber das ist ja auf dem Weg. Das scheint auch nur artig zu sein. Ich glaube, ich muss euch mal, glaube ich, irgendwie. Ist schon vorbei? Ach, da oben ist Dex. Ich sehe euch nicht. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin gerade hier. Ja, bei mir funktioniert das mit den Polen auch nicht so. Mit den. Mit dem Ping? Nee, mit dem Toggle da anzeigen. Also ich werde jetzt noch einmal hier im Schneegebiet landen und dann muss ich leider hier wieder raus, weil selbst mit Schneerüstung ist mir das hier eindeutig zu kalt. Ja, ich flieg auch im Bogen. Flieg jetzt Richtung Grünstrahl. Ich hab schon fast die Hälfte Leben. Oder hier, vielleicht reicht ja auch dieser Berg hier. Oh, wieder mit Petris fliegen. Oh, wie schön. Und jetzt kommen wir direkt in die Griffins. Oh. Musst du ja nicht. Nee, aber dann haben wir wieder alle Griffins. Mal wieder was anderes zu haben und dann zack, haben wir wieder Griffins. Und dann wird nur noch alles mit Griffin gemacht. Haben. Bitte? Ich will einfach nur einen Griffin haben. Ja, aber es werden die so alle Griffins haben. Die sind schnell, die sind gut, die halten viel cool aus. Und die sind schön und süß. Deswegen eigentlich nur. Ich finde das immer. Oh, ich finde einfach, die Petris haben gar keine Ausdauer. Das geht. Nee, haben sie. Ich hab mein Petri jetzt fast nur auf Ausdauer und ich glaube 3-4 Level auf Gewicht gemacht. Boah, ist lecker. Einfach nur, damit er auch ein bisschen was tragen kann. Da oben ist auch eine riesige Höhle, wo man ganz hervorragend Kristall farmen kann. Also ich lande jetzt hier auf den Felsen und warte hier auf euch. Ja, ich bin hinter dir und gehe da noch zu dem blauen Loot. Ist er schon da? Ist er schon unten? Wo ist Mr. Dex? Da fliegt hinten auch ein Griffin. Hallo. Ich bin unterwegs, aber ich habe ein paar Lecks andauernd. Der muss immer ganz kurz was laden, dann kriege ich immer so ein. Oh, 45! Meiner hat zuerst gesehen. Also es werden ganz viele davon sein. Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Ja, glaube ich auch. Habt ihr eine Falle, Falle dabei? Ich habe eine Falle dabei. Ich habe auch eine dabei. Seid ihr noch auf dem Berg? Hier sind wir, bei dem blauen Loot-Dex. Der ist direkt bei dem blauen Loot-Griffen übrigens. Echt? Okay. Ich sehe den gar nicht. Ich weiß noch, wie man. Staffel 2 könnt ihr übrigens noch sehen, Leute, auf dem Kanal. Dann sind wir hier am Rand des Wasserfalles. Mit den Fröschen haben wir Frösche gezähmt und sind dann hier dran vorbeigeflogen. Das war cool. Ich kann mich noch daran erinnern. Auf, ne, Dex? Ja. Ist aber nicht gut. Habt ihr den blauen Loot nicht geholt? Pau, das wird nicht klappen. Ja, ich seh's gerade. Oh, aber darf mich an! Oh! Fuck, der ist mit dem Stein! Dex hier! Einfach Papierflieger! Los, pfeif ihn an! Jetzt ist er auf dich, geil. Oh. Soll ich reinziehen? Einfach mal. Oh, der ist nicht mehr hinter mir. Komm mal mit. Was ist denn da an? Ich hab ihn. Zieh ihn rein. Ja, okay. Hier an der Falle. Und er ist braun. Dex, kannst du mal den Loot looten, wenn du willst. Das war gerade meine Frage. Wolltest du den noch looten? Oh, ich komm hier nicht raus. Doch, er hat mich. Lauf rein.
Kriegst du die Tür zu? Mach zu. Hab ich. Sehr gut. Danke! Okay, ihr könnt mich in Ruhe lassen. Ich mach das in Ruhe alleine hier. Ich will Loot looten. Wo wolltest du? Wolltest du den Loot nicht looten? Eben. Ja, aber dann kam ja der Griffen dazu. Ist nichts Besonderes. Okay. Also nur Bauteile und eine Sichel und ein paar Schneeschuhe, aber ansonsten. Na dann, suchen wir mal weiter. Dankeschön, fürs Helfen. Weiter nichts. Mein erstes grünes Tab. Soll ich mitschießen? Nein, du willst alleine machen. Nee, ich habe immer Angst, wenn mehrere schießen, wegen dass er dann stirbt. Ich mache das immer lieber gerne alleine. Hier ist ein 135er blauer Argentavis. Geh weg. Ich will ein Foto machen. Ja, geh weg. Aber kein Foto im Dunkeln. Kein Bock. Oh, unsere Lieblingstiere. Also meine Lieblingstiere sind bei Asa so ein bisschen wieder durcheinander geraten, weil mein Tyger Coleo. Ich habe jetzt nur Filet, aber sollte ja reichen, wa? Kann man nicht mehr richtig nutzen. Ah, okay. Du musst nur landen. Alles gut. Alles hier. Nur landen auf diesem Plattform. Dankeschön. Ultimate, ich würde die Werbung nicht bei mir in den Channel reinknallen. Das bringt gar nichts. Liest so gut, auch so gut wie keiner. Geh mal bei mir in den Discord. Dann kannst du dort auch Werbung machen. Das geht besser. Wenn du da kannst du auch eine IP reinposten und sonst was. Du kannst sogar dein Discord reinposten. In meinem Discord kannst du deinen Discord posten. Alles easy. Ich hätte schon die blauen Augen. Das ist ein Junge? Nee, Female. Ihr müsst ein Mail finden, Akuma. Achso, ja, Ultimate, ich habe gedacht, du machst gerade Werbung für deinen Server. Du wolltest, nee, das ist ein Let's Play Server. Da machen wir keinen Platz für andere. Wir haben auch keinen Community Server mehr. Ich dachte, du hättest einen eigenen Server und wolltest Werbung machen. Da habe ich mich gerade vertan. Habt ihr denn noch eine zweite Falle? Ja, ich kann meine auch gleich abbauen. Ich habe auch eine dabei. Aber ich finde keinen weiteren. Ich finde nur Archies. Wir werden finden. Wir werden welche finden. Ich hab hier so einen hängenden T-Rex. Guck mal, welches Level der ist. Das ist so ein Ding. Ich bin halt auch nur durch dieses Bodenwischwasch-Bummel-Krams gesehen. Also diesen Boden, wenn die von dem Flügelschlag halt. Hm. Oh, nein, wurde gekillt. Ich habe immer noch den Shiny nicht gesehen, den ich eben sehen wollte. Du warst auch nicht zu Hause, deswegen bin ich nicht hin. Ich habe einen gefunden. Ich auch. Okay. Und? Es ist ein grüner. Ich habe hier einen 50er. Ach, den kenne ich ja auch, den 50er. Ist der bunt? Nee, das ist grau, hellgrau. Wo seit wann landen die denn? Ich bin hier. 150! Männchen! Weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht geguckt. Dex, kannst du mir helfen kommen? Wenn du sagst, wo du bist. Brauchen so viel Topper, ne? Bin unterwegs. Warte mal, ich hab doch eine Lupe. Hier gibt's viele T-Rexe, das ist ganz cool zu wissen. Ja, und Alus. Alus habe ich noch keine gesehen. Doch, ich ja, mehrere. Kannst du mal den Waypoint setzen? Weil es leckt bei mir gerade immer, irgendwas lädt hier. Und dann geht's wieder ganz normal weiter. Der lädt immer ganz kurz, das nervt. Geht man die eigentlich mit Betäuben überhaupt? Ja. Lande. Such dir ruhig einen Landeplatz aus. Du kannst ruhig ganz runter. Wo will der denn hin? Der Landeplatz. Ah, okay, er liegt. Ah, hier sind die Alus. Nogi. Hallo, Nani. Dexi, ich brauch Hilfe. Ich bin unterwegs. Und ich hab keine Ausdauer. Ich bin noch weit weg von dir. Also, was heißt weit? Wenn du jetzt gerade wieder gepinkt hast, genau da, dann bist du 1000 Meter von mir entfernt. Gerade nach unten. Ich habe hier einen. Ist das der, den du meinst? Ist er schnell unterwegs? Ist ein grüner, der landet gerade. So, ich komme euch jetzt helfen. So, ich habe hier noch einen. Dann gucke ich mal, vielleicht willst du lieber den hier haben. Nein, ich will den. Nee, der ist 150, den Akku hat. Achso, der Oh, hier, 1000 Meter. Ja, ist sehr weit weg.
Denk mal, der verliert ja nicht so viel aus. Truppe, oder? Ja, muss ich mal gucken. Fliege ich rechtzeitig zurück. Was war das? Ich bin bei dir, Akuma, ne? Ich weiß aber nicht, wo der ist. Da unten, ne? Zwischen den Bäumen. Ich muss kurz eine Zwischenlandung machen. Ich baue schnell die Falle auf. Noch ein Bibi-Stecko. Warte, ehrlich gesagt, schon seit The Island auf die Griffin-Mod. Oh, hier ist ein schwarz-blauer T-Rex. Hier sind schöne T-Rexe auf der Insel. Habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das sind ganz, ganz viele T-Rexe, die ich gerade gesehen habe. Voll gut. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist er denn? Ich bin auch echt böse. Die Insel gibt es auch immer viele Alus und so. Und ich habe hier auch schon die Keratus gesehen. Wo baust du die Falle denn? Oben irgendwo oder wie? Nee, hier unten. Fast neben ihm. Ping mal hin. Warum? Hä? Ich schwöre. Ach, hier unten bist du. Ich bin genau über dir. Exakt. What the fuck? Die Karte ist so kaputt. Was ist los? Ich bin gerade in der Luft geschwommen. Ja, es ist. Es werden auch ganz viele Fehler hier drin sein, ne? Ich bin abgemountet worden von meinem Petri und schwamm. Ja. Schwamm drüber. Ja, schwamm drüber, ne?